wenn wir die Szenarien anschauen, sehen wir, dass bis zum Jahre 2050 ungefähr 9 Milliarden Menschen auf der Welt sein werden, wovon 3/4 in Ballungsräumen leben werden. Die Städte sind weltweit inzwischen die größten CO2-Emittenten in der Kombination von Wirtschaft, Verkehr und Konsum. Und gleichzeitig beherbergen sie das Innovationspotenzial, das nötig sein wird, um zu einer anderen umwelt- und klimaverträglichen Produktions- und Lebensweise zu kommen. Eine große Stadt wie Berlin oder viele andere große Städte in der Welt werden eine große Herausforderung gemeinsam haben, nämlich die energetische Sanierung von Gebäuden. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und jede Stadt, die das gut schafft, jede Hauptstadt dieser Welt, die das gut schafft und schnell schafft, wird unglaublich attraktiv sein. Die Gebäudesanierung ist einfach der größte Bereich, wo man am meisten Energieeffizienz erreichen kann, der aber auch der größte Klopper ist. Da muss man sich nichts vormachen, weil man eben die klaren Ziele braucht, die Umsetzungsstrategien braucht. Man braucht eben deswegen diese breite Allianz in der Stadt, weil es muss getragen werden in der Stadt und dann eben von der Wirtschaft hin bis zu den Naturschutzverbänden und den Mietervereinen. Das ist ja sinnvoll für die Unternehmen, weil sie, man muss wissen, für jede Milliarde Euro, die in energetische Gebäudesanierung, das ist jetzt Stadtvertrag Klimaschutz, geht darüber hinaus, investiert wird, entstehen, glaube ich, 30.000 Arbeitsplätze im Handwerk. Da müssten Sie als Wirtschaft bekloppt sein, wenn Sie dagegen sind. Wir brauchen aber auch neue Finanzierungsinstrumente und es muss irgendjemand diese Gebäudesanierung bezahlen. Darum drücken wir uns ja alle gern. Es wird an staatlichen Investitionen, glaube ich, nicht vorbeigehen, sage ich ganz, ganz deutlich. Es muss, da müssen Gelder mobilisiert werden und da ist der Bund auch in der Pflicht. Die haben ein Konjunkturprogramm aufgelegt, was hier an jeder Straßenecke mir irgendwie 3 neue Bordscheine verschafft hat, aber im Bereich der Gebäudesanierung so gut wie gar nichts vorangebracht hat. Wir können nicht erwarten, dass der Bund oder die öffentlichen Gelder diese ganzen Finanzströme stemmen kann. Wir brauchen die Banken. Und dass man vielleicht die Banken auch in die Pflicht nimmt, bestimmte Selbstverpflichtungen einzugehen. Zum Beispiel einmal selbsternannte Quoten für nachhaltige Geldmengen, dass Geldströme, die entsprechend ja fließen müssen, auch von diesen Finanzinstitutionen ja geleistet werden können. Das Kunststück wird sein, eine solche umweltverträgliche Stadt zu bauen, die nicht an Attraktivität verliert, in der nicht abends um 10 die Lichter ausgehen, aber der Weg dahin, den darf man sich, glaube ich, nicht vorstellen als graduelle Veränderung des Status quo. Das ist eine wirklich sehr radikale Veränderung, die da ansteht. Vom Thema her ging es bei der heutigen Veranstaltung um die Frage Green New Deal. Was für eine Vision haben wir eigentlich davon? Was für Bilder verbinden sich damit und wie lassen sie sich umsetzen? Insbesondere die Frage der Bündnisse und der Akteure stand im Mittelpunkt der Diskussion, wer alles ins Boot zu holen ist, wo es auch schon positive Kooperationsbeispiele gibt. Ganz zentral war darüber hinaus die Fragestellung Energieeinsparung, Energieeffizienz, insbesondere ein zentraler Maßnahmebereich, die energetische Gebäudesanierung als Tätigkeitsfeld der Zukunft mit großer Bedeutung, mit vielen Schwierigkeiten auch, mit vielen Fragen, die damit verbunden sind, eine große Herausforderung und es wird auch Thema für Frankfurt sein, wie man konkret damit umgehen kann.